Larissa. Wenn ich ein Alien wäre und auf dieser Erde würde landen, würde ich denken, what the fuck geht da ab? Oh nein, in der fünften Folge muss Paolo, einer von Zeppelots Lieblingskandidaten, schon vor der Nacht der Rosen die Segel streichen. Der Paolo ist mir sehr ins Herz hineingewachsen. Wo oder was ist Paolo gewachsen? Der Paolo ist mir sehr ins Herz hineingewachsen. Schön für dich. Warum verbrabbelt er sich so? Ich bin Sizilianer. Che cosa? Ich bin Sizilianer. Wenn du mich bei Rasse nennen oder so. Während die einen am Daten sind, halten die anderen einen Männerabend ab. Hey Jungs, wenn wir schon dran sind, wollen wir ein Trinkspiel machen? Ja. Und natürlich spielen sie «Ich habe noch nie...» «Ich habe noch nie in dieser Villa einen Orgasmus gehabt.» Alle heben das Glas und trinken daraus. Somit sind sie offiziell... Wichsen. Wo und wann wichsest du? Nein, bei dir. Ich habe dich angeschaut sogar. Weißt du, egal. Vorne, sorry. Ich habe gespritzt. Das wird definitiv eine spritzige Sache. Dass bei Mikes Frage wirklich alle trinken, hätte Zeppelot nicht erwartet. Ich habe noch nie einen Schwanz im Mund. Kirilli, blöder Wichs. Hey! Am Morgen danach machen sich die Bachelorette-Ladies, Bachelorette-Herren für Larissa parat. Man nimmt das einfach mit hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis. Also eben die Kleinäffchen, die sind mega herzig, so von so «Fussi, wussi, wussi». Wie machen die kleinen Äffchen? «Fussi, wussi, wussi». «Fussi, wussi, wussi». Und die grösseren Äffchen, die sind mega so «Wie genau?» Aber nochmals kurz zurück, hat das jemand gehört? Die größere Öffne. Die größeren Öffne. Die größere Öffne. Und das ist etwas, was wir nicht so akzeptieren können. Apropos Tiere, der Mike kann ein Tier besonders gut nachmachen. Delfin. Warte, bitte. Grande, grande, grande. Okay. Großes Kino. Wenn er jetzt noch einen Song auf Delfine spielt, hat er Larissas Herz auf Nummer sicher. Mike nimmt Zeppelot einen Großteil der Arbeit weg, indem er einfach selber Reactions live einbaut. Hey, der Moritz ist mit der Larissa gar falsch im Springen. Aber ich glaube nicht, dass wirklich gelandet ist bei ihr. So much talent. Wie Mike zeigt Juju, was er so in puncto Pointen drauf hat. Betreffend den Cowboy-Beruf, den ich gemacht habe. Meinst du, ich dich richtig verstanden mit Cowboy und nicht, dass du Cowboy bist? Holy fuck. That is so not funny. So, fertig, Ausschluss. Doch wir freuen uns schon auf die nächste Folge, denn die wird sicher wieder... Übelst cringe. Es war mir absolut peinlich gewesen. Wenn ich merke, dass jemand nicht so ernst meint, dann hat er hier auch nichts verloren.